Ich habe in dieses Vierkantrohr gerade eine Mutter eingeschweißt. Das Ganze mit einer ganz einfachen Technik, die selbst ein Anfänger problemlos nachmachen kann. Und das Gewinde habe ich nicht in irgendeiner Form nachgeschnitten. Das ist wirklich komplett erhalten geblieben. Ganz einfache Sache und die werde ich euch in diesem Video zeigen. Es ist immer wieder so, dass man auch wirklich dickes Material hat. Da kann man natürlich eine Bohrung reinsetzen, kann ein Gewinde reinschneiden. Aber wenn das Material dünner ist, wenn man irgendwelche Konstruktionen hat mit dünneren Materialien, dann ist es sehr oft notwendig, dass man da ein Gewinde reinsetzen muss, beziehungsweise dass man eine Mutter einschweißen muss. Und das fängt bei vielen relativ komplex an. Viele versauen dann das Gewinde, muss man hinterher nachschneiden. Und ich habe da eine ganz einfache Technik. Ich habe drei verschiedene Varianten mitgebracht. Da braucht man hinterher garantiert nichts nachschneiden, wenn man das Ganze ein bisschen übt. Das kriegt aber jeder hin, verspreche ich euch. Wir fangen dabei mit einer ganz einfachen Technik an. Die kann wirklich jeder nachmachen, der ein bisschen Wick schweißen kann. Das heißt, ich nehme keine normalen Muttern mehr, ich nehme Flanschmuttern und die setze ich in dem Fall hier erstmal auf. Das ist eine Technik, die habe ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, will ich aber zur Sicherheit hier nochmal wiederholen, weil die ist wirklich super. Die kann man bei Stahl und bei Edelstahl einsetzen. Ich verwende hier nur noch die Edelstahlmuttern, die haben keine Beschichtung, da brauche ich nichts abschleifen und mit der Korrosion hat man in dem Verhältnis dann da keine Probleme. Wichtig ist natürlich hinterher ein Korrosionsschutz, wichtig ist natürlich auch die Vorbereitung. Ich habe hier ein Vierkantrohr, 40 x 40 x 2 mm. Da setze ich eine M8er Flanschmutter drauf. Diese Flanschmutter hat jetzt den riesen Vorteil, ich habe diesen Flansch und den kann ich verlaufen lassen. Das heißt, ich brauche hier keinen Schweißzusatz. Ich habe hier einfach oben eine Schraube eingebracht, drücke diese Flanschmutter hier vernünftig auf das Vierkantrohr und dann kann ich das Ganze verlaufen lassen. Ich hätte jetzt vorher eine Bohrung einbringen können, also eine Durchgangsbohrung, wenn ich durchschrauben will. So in dem Fall habe ich das hier nur aufgesetzt. Man sieht, den Flansch habe ich vorsichtig verlaufen lassen und jetzt kann ich ihn ringsrum verlaufen lassen. Im Prinzip reichen aber auch die vier Hefter wirklich schon für viele Aufgaben. Wenn man sowas machen will, muss man sich einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, muss das einfach mal so ein bisschen ausprobieren und damit so ein bisschen üben. Ich zeige euch natürlich gleich auch noch mal in Kurzform meine Einstellungen, die ich hier verwendet habe. Ich nehme hier sogar beide Hände, da ich ja die zweite Hand für den Zusatz nicht brauche. Also man hat hier eine schöne, ruhige Hand und kriegt hier wirklich erfahrungsgemäß sehr schnell sehr gute Ergebnisse hin. Wie gesagt, so Grundkenntnisse im Wickschweißen sollten vorhanden sein. Ansonsten guckt da mal unten in die Beschreibung, da erkläre ich da auch noch ein paar Sachen und verlinke ein paar Sachen dazu. Aber im Prinzip ist das hier wirklich eine sehr einfache Technik. Ich habe diese Flanschmuttern vor ein paar Jahren für mich entdeckt und seitdem verwende ich die wirklich nur noch. Die sind so unglaublich praktisch, sind günstig und wie gesagt, die Edelstahl-Variante verwende ich für alles. Ergebnis, würde ich mal sagen, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wichtiger Fakt ist ja immer, ich habe die Schraube drin. So wie ich mit dem Schweißen fertig bin, drehe ich die Schraube raus. Und wenn das Ganze dann abgekühlt ist nach ein paar Minuten, dann kann man auch wieder probieren, ob das Gewinde hier noch passt von wegen. Und das ist wirklich völlig problemlos. Das funktioniert hier bei M8, funktioniert auch bei größeren Gewinden und natürlich auch bei kleineren. M4, M5 habe ich schon alles gemacht, habe ich von allen auch die Flanschmuttern da. Ist wirklich eine sehr praktische Sache. Ich habe das Ganze mit meinem WE 2030 geschweißt. Ich zeige euch mal in Kurzform die Einstellungen. Das heißt, ich habe das Ganze geschweißt mit 20 Ampere Startstrom, 0,5 Startrampe, 60 Ampere, dann habe ich einen Puls und habe 45 Ampere den unteren Strom und einen sehr schnellen Puls mit 100 Hertz. Das ist eine mögliche Einstellung, dann eine Sekunde Absenkzeit, 20 Ampere Endstrom. Also wirklich nichts Besonderes, eine ganz normale Einstellung mit einem schnellen Puls. Der fokussiert so ein bisschen den Lichtbogen und damit finde ich immer, kann man wirklich so einen Flansch noch besser verschweißen, noch einfacher verschweißen. Bloß nicht zu viel Leistung nehmen, wirklich, da braucht man nicht viel Leistung. Man schmilzt diesen Flansch auf und dann verläuft das Ganze richtig schön mit dem Vierkantrohr. Das ist zum Reinkommen erstmal eine ganz einfache Methode. Die kann man aber wirklich schnell erlernen, die kann man schnell nutzen. Da kann man sich mal so einen Nachmittag hinsetzen, 5, 6 Flanschmuttern schweißen und dann kriegt das selbst der Anfänger hin.
Jetzt will man natürlich nicht immer so eine aufgesetzte Mutter haben. Man will die natürlich auch oft gerne reinsetzen. Sieht auch in vielen Varianten viel besser aus. Und darum die zweite Variante. Das heißt, ich habe ein zweites Muster vorbereitet. Wieder ein Vierkantrohr, wieder 40 x 40 x 2 mm. Erstmal messen wir, was für eine Bohrung brauchen wir in dem Vierkantrohr, damit wir hier unsere Flanschmutter einsetzen können. Auch hier ist die Flanschmutter wirklich wieder sehr, sehr praktisch. Ich habe hier meine Stufenbohrer und damit bohre ich erstmal eine 14 mm Bohrung. Das ist nämlich ungefähr genau der Durchmesser der Mutter. Viele Leute haben hier Probleme, die richtige Stufe zu treffen. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtiger, probiere das nochmal kurz aus, kriege das aber eigentlich immer sehr, sehr genau hin. Ansonsten kann man sich die Stufe markieren, bis zu der man gehen will. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich eine Scheibe drüber macht. Das ist dann natürlich so die idiotensichere Methode, wo gar nichts mehr passieren kann. Aber ich im Prinzip, ich bohre hier erstmal den Anfang auf Stufe 2, dann wechsle ich sowieso auf Stufe 1, bin da so ein bisschen vorsichtiger mit diesen schönen Stufenbohrern, geht trotzdem unglaublich schnell und dann kann man zwischendurch das Ganze mal ausprobieren, kann zwischendurch schon mal messen, ob das Ganze passt. Ich habe jetzt hier eine 14er Bohrung, da passt die Mutter auch noch nicht perfekt. Da kriegt sie einen kleinen Schlag mit einem Schonhammer und dann sitzt die Mutter richtig gut drin. Also sieht schon gut aus. Wenn man das jetzt wieder an vier Stellen einfach punktet, einfach heftet, vorher wird natürlich die Fläche nochmal gereinigt, dann reicht das im Prinzip auch schon. Also muss man immer wieder sagen, diese Heftpunkte, die halten auch unwahrscheinlich schon was aus. Da bringt man natürlich am wenigsten Wärme, am wenigsten Verzug mit rein. Aber natürlich, Königsweg oder Königslösung ist immer, wenn man das Ganze verschweißt. Ich hefte das in dem Fall hier erstmal. Dann sollte man natürlich immer kontrollieren, dass das Ganze plan aufsitzt. Das Ganze kriegt nochmal einen kleinen Schlag mit dem Schonhammer. Muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht zu warm ist, sonst macht man sich die Gummis kaputt. Aber im Prinzip ist das hier auch wieder eine sehr, sehr einfache Lösung. Das ist nicht aufgesetzt, sieht aber mit dem Flansch auch schon wieder sehr gut aus. Und hier lasse ich jetzt den Flansch auch ganz einfach wieder verlaufen. Habe die gleichen Einstellungen, wie ich eben hatte. Und das ist nochmal wieder ein bisschen einfacher, weil es im Prinzip nicht wie eben eine Kehlnaht ist. Das heißt, man kann hier auch wieder beide Hände nutzen, kann mit beiden Händen den Brenner ganz vorsichtig führen und lässt dann ganz vorsichtig diese Kante verlaufen. Wenn man sich das jetzt anguckt, das sieht auch wieder unglaublich gut aus. Das Gewinde, dem Gewinde ist hier auch wieder in dem Fall nichts passiert, obwohl ich hier die Schraube nicht mal drin hatte. Da muss man sich natürlich selber immer so ein bisschen einschätzen. Ist man jetzt Profi, ist man Anfänger? Ein Anfänger bringt tendenziell natürlich auch immer ein bisschen mehr Wärme rein. Wenn man das noch nie gemacht hat, dann ein Projekt hat, dann empfehle ich einfach ein Vierkantrohr einfach mal durchbohren, mehrere Bohrungen einbringen und dann kann man mal 3-4 Flanschmuttern einschweißen und dann sieht man schon, wo der Frosch die Locken hat. Und das ist jetzt meine absolute Lieblingstechnik. Das heißt, jetzt setzen wir die Mutter, die Flanschmutter, richtig rein. Das heißt, wir bohren hier wieder mit dem Stufenbohrer, bohren uns hier eine vernünftige Bohrung, sind bei der 16er Stufe und gehen so ein bisschen in die 18er rein. Das heißt, von wegen, wir haben diese Rundung damit. Das kriegt man wirklich sehr einfach, sehr gut hin. Ich habe hier den Übergang von der 16er zu 18er, habe dadurch so eine leichte Phase. Das kann man auch wirklich mit allen Flanschmuttern machen, die es in allen möglichen Größen gibt, egal für welche Materialien. Man hat immer eine nächstgrößere Stufe in der Form oder man nimmt einen Senker. Und guckt euch an, wie schön das Ganze hier drin sitzt. Man kann es jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger anpassen. Hier in dem Fall von wegen reicht das vollkommen aus. Wenn das so 1-2 Zehntel übersteht, ist überhaupt kein Problem. Und jetzt kann ich das Ganze auch wieder ganz normal anheften, kann meinetwegen nochmal kontrollieren, aber wenn das da schön drin sitzt, ist natürlich immer die Frage, wie genau will man sowas haben, wie genau muss sowas sein, aber im Prinzip sieht man schon von wegen, das ist so meine absolute Lieblingstechnik. Das ist mir durch Zufall mal aufgefallen, als ich sowas gebohrt habe und seitdem habe ich das wirklich öfters genutzt. Es funktioniert unglaublich gut, Ergebnisse sind unglaublich gut. Wenn Leute dann anfangen, eine Mutter einzuheften, dann müssen sie ja immer gucken, wie sie das positionieren. Es gibt dann teilweise, dass man natürlich zu zweit ist, dann kann es einer heften und der andere hält oder jemand
versucht, das irgendwo zu halten mit der einen Hand, mit der anderen Hand versucht er das verlaufen zu lassen. Profis kriegen das hin, Anfänger versauen sich da oft sehr, sehr viel. Da ist das eine viel einfachere Lösung. Und das jetzt von oben so verlaufen zu lassen mit einem schnellen Puls, ist so eine einfache Schweißaufgabe, kann ich euch versprechen. Übt das mal einen Nachmittag. Das drei Techniken sind drei Nachmittage. Nein, das kann man alles an einem Nachmittag mal kurz in Kurzform üben. Da braucht man echt kein Schweißgott sein und kriegt hier gigantisch gute Ergebnisse. Hinterher das Ganze verschleifen. Ich habe es jetzt hier in der Form verschliffen mit einer ganz normalen Lamellenschleifscheibe. Natürlich vorher ein bisschen abkühlen lassen. Ja. Noch besser ist natürlich, wenn man so eine Papierscheibe hat, am besten so eine Kubitron-Scheibe oder ähnliches hat, dann hat man natürlich noch einen flacheren Schliff, gerade wenn man das Ganze vielleicht auch in Edelstahl reinsetzt oder ähnliches. Das funktioniert wirklich super, ist eine absolut entspannte, geniale Technik und vor allen Dingen, wie Leute sich da immer rumquälen. Ich habe neulich erst bei Instagram jemanden gesehen, der hat sich so eine ganz komplexe Vorrichtung gebaut, wie er da Muttern reinsetzt. Habe ich gedacht, Mensch, es geht so einfach, braucht man nicht so kompliziert machen oder so komplex machen. Es kann mal sein, dass hier nochmal eine kleine Stelle bleibt, dann nicht zu tief schleifen, dann einfach nochmal ein bisschen nachschweißen in der Form. Aber ansonsten ist das wirklich eine ganz einfache, entspannte Technik. Dadurch, dass man da nicht zu viel Wärme reinbringt, bleibt das Gewinde auch hier wieder vollkommen erhalten. Das heißt, man kann hier ganz normal hinterher die Schraube einschrauben. Das ist nichts mit Gewalt oder so. Man braucht hier nichts nachschneiden in der Form. Das sind so schöne Techniken. Flanschmuttern sind der absolute Hammer. Und wenn man die noch richtig anwendet, von wegen, seht ihr an diesen drei kleinen Beispielen, dann wird es wirklich einfach, irgendwo ein Gewinde reinzusetzen. Ich hoffe, diese kleinen Tricks, diese kleinen Tipps haben euch so ein bisschen weitergeholfen. Wie immer verlinke ich natürlich unter dem Video die Flanschmuttern. Ich werde die gleich mal bei Amazon raussuchen. Da habe ich die auch immer wieder bestellt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.